Hallo zusammen, heute mal ein paar kurze Worte zum Thema Bebop Language. Dazu fällt mir so eine kleine Anekdote ein, die vielleicht noch nicht mal stimmen muss, aber trotzdem schön ist. Jaco Pastorius wurde mal gefragt, wie er es denn schafft, so toll zu spielen. Da hat er gesagt, er hat einfach alle Bebop-Themen auswendig gelernt und in allen Tonarten geübt. Jetzt ist das auf dem Vierseiter Fretless Bass natürlich was anderes als auf einer Gitarre, kann man so schön hoch und runter schieben. Dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. Aber die Idee, Bebop-Themen spielen zu können, ist einfach eine gute. Und ich spiele mal ein paar. Das reicht eigentlich schon fast, um erstmal beschäftigt zu sein für einen Augenblick. Was man auf der Gitarre dann gut machen kann, ist, diese Themen zu transponieren. Auf der Gitarre würde man vielleicht erstmal anfangen, so ein Ding hoch und runter zu schieben, was schon mal eine kleine Erfahrung sein kann. Kein großes Ding. Und dann stellt man vielleicht fest, dass man das vielleicht auch mit einem anderen Fingersatz spielen kann. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Und überall klingt es anders. Und irgendwann mal könnte man das in allen Tonarten spielen, aber vielleicht in derselben Lage bleiben. Das mal als kleiner Hinweis.